Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserem Video 10 Jungsnamen, die es bei uns nicht geworden sind. Denn wer uns folgt, der weiß, dass wir ja 4 Mädels haben. Somit hatten wir wirklich auch, glaube ich, eine relativ lange Liste bei Jungs immer gehabt, weil wir uns ja immer wieder neue dazu haben einfallen lassen. Und bei unseren beiden letzten Mäusen haben wir uns auch überraschen lassen. Und deswegen haben wir da einiges angesammelt gehabt, die ich euch gerne sagen möchte, weil vielleicht bekommt ihr ja einen Jungen oder habt oder seid gerade schwanger oder plant es irgendwann schwanger zu werden und sucht schon mal nach schönen Namen, denn das kann ganz schön viel Zeit beanspruchen und ich habe ebenfalls gerne diese Videos geguckt und deswegen wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß dabei bei unseren Jungsnamen, die es nicht geworden sind. Fangen wir an. Wir hatten ganz weit oben auf der Liste Karl, mit K geschrieben. Und ja, da ist es eine ganz einfache Geschichte. Wir haben hier eine Carla und Karl wäre einfach der Pardon dazu gewesen. Also es wäre einfach so gewesen, wenn Carla ein Junge geworden wäre, weil dort haben wir uns überraschen lassen, wäre sie ein Karl geworden. Und ich finde den Namen noch immer wunderschön und bin jetzt auch ein wenig traurig, dass wir Karl nicht mehr benutzen könnten. Aber natürlich bin ich mega froh und zufrieden mit unserer Carla. Deswegen, Karl wäre ein wunderschöner Jungenname, falls ihr einen sucht. Ich muss hier nur immer ein bisschen runtergucken auf mein Handy, weil ich kenne es natürlich noch nicht auswendig. Dann hatten wir auf der Liste, und das war wirklich auch so mit der Name bei Annemarie, der zur Auswahl stand, wenn sie ein Junge geworden wäre, Konrad. Konrad finde ich einen wunderschönen Namen. Auch mit K geschrieben. Ich finde die Namen Carla und Konrad beide mit K schöner, optisch auch geschrieben. Und ja, Konrad ist, finde ich, ein schöner, klassischer, zeitloser Name. Er ist sehr zwiegespalten, also einige sagen, oh Gott, das geht gar nicht. Andere sagen, oh ja, der ist eigentlich schön. Wir fanden ihn immer sehr, sehr schön und Annemarie wäre höchstwahrscheinlich auch ein Konrad geworden, wenn sie keine Annemarie geworden wäre. Dann haben wir den Namen Johann mit dabei gehabt. Ihr merkt, wir mögen es sehr klassisch teilweise. Johann, finde ich, ist ein wunderschöner, klangvoller, zeitloser Name. Ich finde, man kann ihn nicht irgendwie seltsam abkürzen. Er ist nicht zu lang und er ist nicht zu kurz. Und ich finde, er ist im Aussprechen sehr schön. Er ist nicht zu hart, aber auch nicht zu weich. Johann. Ich finde, das klingt einfach toll. Und ich finde es noch immer einen wunderschönen Namen. Dann hatten wir dabei auf der Liste stehen Hannes. Ich musste gerade selber lachen, als ich meine Liste durchgegangen bin, was wir so für Namen hatten. Aber Hannes, darüber haben wir auch echt länger geredet gehabt. Finde ich noch immer einen schönen Namen. Ob ich ihn jetzt gewählt hätte, weiß ich nicht. Ich glaube, da waren wir uns zu uneinig für. Aber auf definitiv mal ein Name, über den man mal nachdenken könnte, wie ich finde. Dann hatten wir Lars mit auf der Liste. Lars finde ich einen auch sehr klassischen Namen. Ne? Also, Entschuldigung, meine Katze. Einen sehr klassischen Namen, der irgendwie nicht vergeht. Also er ist jetzt schon in meiner Zeit vertreten gewesen und ist noch immer präsent, aber ich finde immer sehr gedeckt. Man hört ihn mal, aber wirklich auch nicht so oft. Und er ist einfach ein Klassiker, wie ich finde, und auch sehr schön. Dann hatten wir, das war eigentlich so das Ding zwischen Konrad und Raphael. Raphael ist auch ein wunderschöner Name. Ich finde, der ist auch sehr ausdrucksstark und ich mag ihn auch geschrieben sehr schön. Ich finde, er sieht sehr schön aus und man kann ihn auch wirklich schön aussprechen.
Raphael. Ich finde, das klingt wunderschön. Das Einzige, was mich daran gestört hat, war die Abkürzung Raffi. Aber ich meine, ich glaube, man gewöhnt sich an jede Abkürzung. Aber dieser Name oder Konrad wäre es geworden, wenn Annemarie ein Junge geworden wäre. Dann haben wir jetzt einen Namen, da denken sich viele, oh Gott. Dasselbe hat mein Mann übrigens auch gedacht. Ich hatte noch Alwin auf der Liste. Alwin finde ich ein wunderschöner Name. Er ist ganz alt, aber einfach toll. Also ich finde, er ist einfach schön. Gut, mein Mann hat mir dann ein bisschen schlecht geredet mit. Einige kennen vielleicht Alvin and the Chipmunks. Und dann schreit er immer Alvin oder Alvin. Ja. Aber ich finde ihn noch immer schön. Aber ich glaube, ich könnte meinen Mann damit nicht überzeugen, dass wir, falls wir jemals noch ein Kind kriegen sollten, unser Kind Alvin nennen würden. Dann hatte ich auf der Liste noch Benno. Benno hatten wir auch ganz, ganz lange im Gespräch. Finde ich noch immer ein wunderschöner Name, wobei wir uns nie so einig waren, ob das ein eigenständiger Name ist oder ob das einfach nur irgendwelche Ableitungen sind. Deswegen, also Benno finden wir beide schön, aber waren uns jetzt nicht sicher, ob wir das so als Namen, als Vornamen sehen würden oder nicht. Aber noch immer sehr, sehr schön. Dann auch ganz lange im Gespräch, ich glaube, das war auch bei Felice, war Emilian. Emilian finde ich auch ein sehr schöner Name, den man nicht so oft hört. Ich finde Emil auch sehr schön, aber der ist bei uns in der Region sehr, sehr oft. Und deswegen, Emil würde es komplett rausfallen, aber Emilian ist auch ein sehr schöner Name. Wobei mich da immer so ein bisschen dran gestört hat, dass ich stolper irgendwie über den Namen. Der kommt mir nicht so flüssig über den Mund, deswegen weiß ich, ob das eine Gewöhnungssache ist, aber Emilian fand ich sonst auch einen wunderschönen Namen. Dann hatten wir noch einen Namen, der sehr klassisch ist, aber auch, finde ich, sehr schön, und das ist der Name Arne. Arne, finde ich, ist auch ein Name, den man sowohl einem Kind als auch einem erwachsenen Mann geben kann. Das ist ja auch immer so eine Sache, passt das der Name auch später, wenn man älter ist. Und Arne fand ich wirklich einen schönen Namen, auch also jetzt sowohl im Kinderalter als auch als Erwachsenenalter. Christian war sich da nicht ganz so sicher, deswegen wäre es Arne, glaube ich, nicht geworden, aber ich fand, das war ein sehr, sehr schöner Name. Und jetzt zu guter Letzt der Name, den Christian, ich dachte, er anfangs wirklich als Scherz nannte, aber er meinte es wirklich ernst. Leute, haltet euch fest. Hector. Das war sein voller Ernst, dieser Name, Hector. Ich fand den Namen nicht schön. Also ich finde auch, der passt überhaupt gar nicht zu unseren anderen Namen. Und ich finde, Hector ist, weiß nicht, das ist was, ich stelle mir da was Großes drunter vor, sowas Großes, Muskulöses oder so, keine Ahnung. Aber Hector, also man muss dazu sagen, Christian und ich sind beide so circa 1,65, 1,66. Und unsere Kinder sind auch nicht sonderlich groß und breit oder so. Und dann kriegst du da einen kleinen Jungen, der wahrscheinlich auch nicht viel größer wird. Und dann steht da auf einmal, rufst du da auf einmal, Hector, komm her. Und dann kommt da so ein Mini-Junge angerannt. Ich weiß nicht, das ist... Nee. Aber dafür durfte Christian jetzt unseren Staubsauger Hector nennen. Aber nee, Hector wäre wirklich gänzlich rausgefallen. Das war überhaupt nicht mein Name, der mir so gefallen hätte. Ja, das waren jetzt unsere Jungsliste, die ich noch auf meinem Handy gefunden habe. Da sind einige dabei, die mir noch immer gefallen. Das variiert ja auch immer. Ach so, ja. Und was bei Mira, also in meiner ersten Schwangerschaft vor 10 Jahren, auch ein ganz, ganz großer Name war, wenn sie ein Mädchen geworden wäre, war Elias. Finde ich auch noch immer einen sehr schönen Namen. Würde ich zwar nicht mehr vergeben, aber finde ich noch immer sehr schön und klangvoll. Genau. Den Namen wollte ich nicht noch vergessen. Bei Mira wäre es sonst ein Elias geworden. Ja, dann hoffe ich, euch hat mein Video gefallen. Ich werde jetzt dasselbe nochmal für die Mädelsnamen drehen. Und wenn ihr vielleicht noch nicht wisst, was es wird oder euch das auch noch interessiert, dann könnt ihr auch mal schauen und euch das Mädchenvideo anschauen. Sehr gerne. Also bis dann. Ciao.